Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Es gibt ihn wieder, den Spargel. Endlich. Ja, ich habe wirklich, warte da jedes Jahr drauf. Und es gibt für mich kaum eine bessere Zubereitungsmethode für Stangenspargel als den Varoma auf dem Thermomix. Und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Um Spargel zuzubereiten, braucht ihr natürlich Spargel, ganz klar. Und zwar habe ich euch 1 Kilo Spargel mitgebracht. Das ist jetzt Pfälzer Spargel, direkt hier aus der Gegend. Den habe ich auch schon mal geschält. Ja, wie das geht, das wisst ihr. Ne? Die Enden abgeschnitten, die Schalen und die Enden, die habe ich aufgehoben, denn daraus mache ich eine Spargelcremesuppe. Das seht ihr dann in einer anderen Folge. Also, 1 Kilo Spargel reicht für 2 Personen. Dann Kartoffeln dazu. Ihr könnt neue Kartoffeln nehmen, die braucht ihr dann nicht zu schälen. Ich habe jetzt noch andere Kartoffeln hier gehabt und dann denkt mir, die verarbeite ich jetzt erstmal. Kartoffeln sind für mich, was das anbelangt, auch echt Nebensache. Also 750 Gramm Kartoffeln. Die salzen wir jetzt so ein kleines bisschen. Das heißt so etwa 1 Teelöffel. Ich mache das jetzt hier drauf. So. Und dann 650 Milliliter Wasser. Zack. Deckel drauf. Varoma drauf. Deckel vom Varoma drauf. 30 Minuten, na, 25 Minuten, müssen wir nachher mal gucken. 25 Minuten, kommt immer drauf an, wie dick der Spargel ist. Varoma-Stufe 1. So, was ich jetzt noch einmal mache, ist einmal kurz das Wasser durchmischen, damit das Salz aufgenommen ist und gut ist. So, und dann lassen wir mal 25 Minuten laufen. Bis gleich. So Leute, 25 Minuten sind gelaufen. Also man kann bei Bedarf natürlich die Garzeit etwas länger gestalten. So auf etwa 30 Minuten. Aber ich habe euch ja schon gesagt, der Spargel ist sehr dünn. Und ich nehme gleich den großen und probiere jetzt mal, ob der auch durch ist. Zur Not werden wir da jetzt einfach nochmal. Oh, herrlich. Alles klar. Der ist perfekt. Oh, ich liebe Spargel, wirklich. Also hätte man mir vor 15 Jahren erzählt, dass ich mal Spargel mag, hätte ich gesagt, im Leben nicht. Ja, damals mochte ich den gar nicht, aber heute finde ich das einfach wirklich klasse. Und am liebsten wirklich nur mit ein bisschen Butter drauf und klassisch mit Schinken. Ja, Kochschinken, großartige Geschichte. So, ich mache mir da jetzt mal ein Portionchen zurecht. Fantastisch. Ja, die Kartoffeln sind auch durch, ja. Superb. Das reicht mir eigentlich auch schon an Kartoffeln. Wie gesagt, Kartoffeln sind für mich eigentlich kein Muss zum Spargel. Ja, bisschen Butter drauf. Ich werde jetzt in der nächsten Folge noch Hollandaise machen. So, ich nehme mir noch einen. Oh, ich nehme mir noch einen. Ich habe es ja auch gemacht. Ich werde mir da noch einen Hollandaise dazu machen, weil ich das auch gerne mal ausprobieren würde, wie das im Thermomix funktioniert. Und aus den Resten, also den Schalen und den Spargelenden, da machen wir noch eine Spargelcremesuppe. Das machen wir auch in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr Lieblingsspargelrezepte habt, dann schreibt mir die doch bitte in die Kommentare oder in unser Forum www.wunderkessel.de. Da findet ihr die besten Rezepte zum Thermomix und die allerbesten der besten, die koche ich hier für euch nach. Deswegen am besten den Kanal abonnieren und dann wisst ihr immer Bescheid, wann es wieder was Neues gibt aus der Wunderkesselküche. Ich sage Tschüss und guten Appetit.